Flip Flap Shuttercard habe ich heute für euch. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Birgit und ich bin Stampin' Up! Demonstratorin und ich heiße euch herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Kreativstempel. Ich habe euch heute dieses Kreativvideo mitgebracht und zwar diese Flip Flap Shuttercard. Sie funktioniert so zum Aufklappen mit diesen schönen Klappelementen. Ja, und wie ihr das basteln könnt, das zeige ich euch jetzt. Bleibt also dran. Ja, ihr Lieben, also herzlich willkommen zu diesem Kreativvideo. Und zwar habe ich euch heute diese Flip-Flap-Shutter-Card mitgebracht. Ich habe sie euch eben gezeigt. So funktioniert diese Karte. Total schön. Auf die Idee gekommen bin ich über diese Karte, und zwar hat mir diese wunderschöne Karte mein Teammitglied, die Ulrike, geschickt, als kleine Aufmunterung wegen unserer Situation hier. Ihr hört es alle im Hintergrund, etwas Rauschen und etwas Brummen. Ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen von meinem letzten Video. Wir sind wieder auf Anfang, haben wieder mal Trockengeräte. Ja, weil die Wände immer noch nass sind, also alles wieder auf Anfang, wir trocknen wieder. Also lasst euch bitte davon nicht stören, ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch und ja, ich hoffe, es geht einigermaßen. Ja, und diese Karte hat mir so gut gefallen, ich habe die noch nie gesehen und habe die auch noch nie gebastelt. Vielen Dank nochmal, liebe Ulrike. Und so bin ich eben auf die Idee gekommen und habe im Netz mal geschaut, was es da so Schönes gibt und bin bei einer Bastelkollegin fündig geworden. Diese Anleitung ist allerdings auf Englisch und in Inch und ich habe mir gedacht, ich mache euch eine Anleitung in Deutsch und mit Zentimeterangaben. Wer diese liebe Kollegin ist, vielen Dank für die Idee. Das schreibe ich euch unten in die Infobox, weil den Namen kann ich nicht aussprechen. Ihr wisst, ich habe es nicht so mit Englisch. Ja, und wir basteln das jetzt gemeinsam. Was braucht ihr dazu? Und zwar braucht ihr als allererstes einmal einen Farbkarton in Rauchblau. Und zwar braucht ihr 3 Stückchen in den Maßen 20 x 12,1. Die schneidet ihr euch zu, 3 Stück. Und ich habe das Ganze verziert, bevor ich das vergesse, mit einer Celebration Prämie und zwar mit dem schönen Designpapier Papierblüten. Das ist dieses hier und zwar ist das eine Celebration Prämie. Die bekommt ihr im Moment während der Celebration noch bis zum 28. Februar. Und zwar findet ihr sie in der Celebration Prämie ganz vorne auf der Seite 3, das Designerpapier Papierblüten. Das könnt ihr gratis bekommen bei einem Bestellwert über 60 Euro. Ihr wisst ja, während der Celebration pro 60 Euro könnt ihr euch aus dieser Broschüre ein Gratis-Produkt raussuchen und dieses Papier habe ich verwendet. Es ist abgestimmt auf das Produktpaket Blumen verziert. Damit habe ich auch ein bisschen gearbeitet, zeige ich euch dann noch. Also, mit dieser Celebration-Prämie arbeiten wir auch, aber als allererstes braucht ihr die Farben habe ich ausgewählt, passend eben zu dem Designpapier. 3 Stückchen Rauchblau in den Maßen 20 x 12,1. Das schneidet ihr euch zu. Und dann wir schneiden hier noch ein Fenster raus. Und zwar ist ein Bogen für die Rückseite und der andere, beziehungsweise 2 Bögen sind hier für die Vorderseite. Hier habe ich nur einen verwendet. Das ist mir aber ein bisschen zu lapprig. Drum schneiden wir uns 2 und verstärken den einfach noch einmal von hinten. Deswegen 3 Stück. Und das Fenster schneidet man sich so zu, dass es dann eben nachher so aussieht. Eins habe ich schon vorbereitet und wie das jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und zwar nehmt ihr euch also einen dieser Bögen. Einer ist für die Rückseite und ihr nehmt euch jetzt einen her. Ihr müsst dann natürlich 2 davon zuschneiden. Ich zeige es euch jetzt an einem. Und zwar nehmt ihr euch jetzt ein Lineal und einen Bleistift. Und dieser Rand hier außenrum beträgt 1,6 cm an allen 4 Seiten. Das heißt, wir messen uns jetzt hier einmal
die 1,6 cm ab. Das macht ihr einmal hier oben und einmal hier unten. Schaut, dass ihr da ziemlich genau arbeitet und macht das dann auf der Höhe dieser beiden Markierungen noch einmal hier bei 1,6 cm. Und dann auch noch einmal auf der anderen Seite bei 1,6 cm. Und dann habt ihr jetzt hier schon diese beiden Kreuze. Und dann könnt ihr diesen Punkt mit diesem hier schon einmal verbinden. So haben wir schon mal eine Linie. Dann macht ihr das Gleiche auch hier drüben. Messt auch da wieder 1,6 cm oben und unten ab. Und dann noch einmal auch an der kurzen Seite. So dass ihr dann immer jeweils hier diese kleinen Kreuze bekommt. Und dann verlängert ihr euch auch das hier von diesem Punkt zu diesem Punkt und habt dann hier schon mal diese beiden Seiten. Und dann habt ihr ja hier das Kreuz und hier das Kreuz und legt jetzt das hier, das Lineal, auch hier an der langen Seite an und verbindet euch jetzt hier diese beiden Schnittpunkte und auf der anderen Seite ganz genauso. Und dann entsteht hier dieser Rahmen. Das macht ihr auf zwei Blättern und dann schneidet ihr euch das aus. Dazu nehmt ihr einen Papierschneider zur Hand, legt hier die Außenkante hier an der Außenseite nach dieser Schnittlinie bei 1,6 an. Dann seid ihr nämlich genau hier auf der Höhe von dieser Linie. Dann nehmt ihr eure Schneidklinge und schiebt sie euch, da müsst ihr mal aufstehen, müsst hier durch diesen Plexiglasarm schauen und schiebt eure Schneidklinge hier mit dieser, mit diesem Strich auf euren gezeichneten Strich. Und ihr könnt euch hier drüben an dem Lineal auch noch bei 1,6 orientieren. Dann drückt ihr das Ganze runter und schneidet durch. Ich schiebe es mal ein bisschen hoch. Hier bis zur nächsten Querlinie, die ihr mit dem Bleistift gezogen habt, sodass ihr hier mit dem Strich auch wieder da drauf seid. Dann habt ihr hier schon den ersten Schnitt. Dann dreht ihr es einmal 45 Grad rum, legt es wieder rechts bei 1,6 cm an. Nehmt eure Schneidklinge wieder hier hoch auf die Höhe des Striches, hier bei 1,6. Und schneidet wieder nach unten bis zur nächsten Bleistiftlinie. Dann habt ihr das hier schon, wenn ihr es richtig gemacht habt, durchgeschnitten. Bei mir ist noch nicht ganz. Dann liegt es hier wieder rechts bei 1,6 an, habt es wieder um 45 Grad gedreht und wiederholt das Ganze, bis ihr euer Rechteck hier ausgeschnitten habt. Ich sehe das jetzt ein bisschen schlecht, weil die Kamera mir ein bisschen vor der Nase hängt. Darum klappt es jetzt hier bei mir nicht ganz so gut. Ihr könnt es zu Hause besser sehen und habt es dann schön hier durchgeschnitten. Wenn das jetzt nicht ganz geklappt hat, könnt ihr mit der Schere nochmal nachhelfen. So, und dann ist euer Rahmen fertig und das macht ihr mit zwei Blättern. Dann könnt ihr euch mit dem Radiergummi hier eure Bleistiftlinien wegradieren. Damit man die nicht mehr sieht, macht das aber vorsichtig, dass ihr da jetzt nicht
euer Papier verknittert. So, und dann habt ihr das schon mal vorbereitet. Das wird hier unser Rahmen. Und ich klebe mir jetzt, diese Reste brauchen wir dann später noch. Und ich klebe mir jetzt diese beiden übereinander. Und somit habe ich das ein bisschen verstärkter. Wie gesagt, hier habe ich es nur mit einem gemacht, aber das ist mir zu labbrig. Deswegen schlage ich euch vor, das mit zweien zu machen. Und die klebt ihr jetzt hier einfach schön übereinander. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dieses Schleifenband, was hier dran kommt, euch hier zwischen die beiden kleben. Ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn man das Schleifenband hier sieht. Wenn euch das stören sollte, müsstet ihr jetzt Folgendes machen. Ich kann es euch ja mal zeigen. Ich habe es hier außen drauf geklebt. Hier kleben wir es halt mal innen rein, bevor wir den Rahmen zusammenkleben, damit ihr beide Varianten seht. Und zwar habe ich mir hier ein Stückchen Schleifenband von dem Metallic-Geschenkband in Kirschblüte abgeschnitten. Das findet ihr auch im Frühjahr-Sommer-Katalog. Und zwar habe ich mir da 7,5 cm abgeschnitten, so ungefähr. Ihr könnt das auch 8 cm machen. Da kommt es jetzt nicht auf den Millimeter an. Dann messt ihr euch hier auf einer Seite die Mitte vom Rahmen ab. Das sind dann also so ungefähr 6 cm, weil wir haben ja 12,1. Macht euch eine kleine Markierung hin. Dann nehmt ihr euch einen Flinkfix und benetzt die Rückseite eures Bandes. Nee, das wäre jetzt falsch. Das macht ihr, wenn ihr es hier macht. Obwohl, lasst mich mal überlegen, jetzt bin ich etwas... Ja, ihr benetzt die Rückseite eures Bandes. Alles richtig. Und klappt es hier einmal zusammen. Dass es schön übereinander liegt. Und dann macht ihr euch hier ein bisschen auf eure Markierung ein bisschen Flinkfix drauf und klebt es euch hier mittig fest. Und jetzt könnt ihr den Rahmen übereinander kleben. Und dann sieht man den von außen nicht mehr. Wenn jetzt hier ein Stückchen Band ist, schneidet ihr das nochmal weg. Und dann könnt ihr das jetzt hier übereinander kleben. Ihr könnt es aber auch außen drauf kleben. Dann geht ihr genauso vor, macht es aber erst danach. So, jetzt klebe ich mir das hier übereinander. Das könnt ihr einfach mit Tombow machen. Da müsst ihr jetzt aber wirklich das schön übereinander setzen, dass es schön gleichmäßig ist. Und dass ihr auch überall gut Kleber habt. Nicht zu viel, nicht dass er irgendwo rausquetscht. Aber auch ausreichend, so dass es alles schön übereinander klebt. Und dann setzt ihr euch das jetzt hier schön übereinander. Das Gute beim Tombow ist ja, dass man hier nochmal ruckeln kann. Schaut wirklich, dass es schön gleichmäßig übereinander sitzt, sodass man dann nachher nichts mehr davon sieht, dass ihr das übereinander geklebt habt. So, und dann könnt ihr euch das erstmal auf die Seite legen. Ihr habt jetzt also einen Bogen, der nicht angeschnitten ist, und die zwei übereinander geklebten mit dem Schleifenband. So, als nächstes müssen wir uns jetzt hier diese Klappen zurechtschneiden. Dazu braucht ihr flüsterweißen Farbkarton. Und zwar braucht ihr dazu 3 Stück in den Maßen 7,3 x 12,1 cm. Und das falzen wir uns jetzt. Dazu nehmt ihr wieder euer Schneidbrett, nehmt euch die Falzklinge nach oben und legt jetzt als erstes ein Stück an der langen Seite und falzt hier links und rechts
bei 1,6 cm. Also die lange Seite anlegen und dann einmal hier rechts. Und dann dreht ihr das Ganze um 180 Grad und faltet es auf der anderen Seite nochmal. Dann sieht das Ganze so aus. Jetzt legt ihr das mit der kurzen Seite an und falzt es auf der rechten Seite bei 1,9. Dann sieht es so aus. Und jetzt machen wir noch eine kleine Falzung hier und hier. Ich zeige euch das mal an meinem Muster. Wir haben jetzt das gefalzt und wir haben jetzt das gefalzt. Jetzt müssen wir hier noch eine kleine Falzung machen, und zwar gegenüberliegend von dieser langen Falz. Das bedeutet also, hier haben wir jetzt die lange Falz gemacht bei 1,9 cm. Jetzt machen wir hier drüben eine Falz wieder bei 1,6 und machen diese aber nur bis zur ersten Querfalz. Das heißt, ihr legt euch jetzt die linke Seite hier bei 1,6 an, wo ihr noch nicht eine Falz nach unten gezogen habt. Also hier bei 1,6 anlegen, dann klappt ihr wieder euren Arm um, habt die Falzklinge oben und falzt jetzt bei 1,6 cm bis zur ersten Querfalz. Seht ihr das? Ich hoffe. Dann dreht ihr das Ganze rum, legt es jetzt hier rechts bei 1,6 an und falzt jetzt auch da wieder bis zur ersten Querfalz. Und dann sieht es so aus, dass ihr hier ein Stück gefalzt habt und hier, aber nicht in der Mitte. Und das Ganze macht ihr jetzt bei den anderen beiden auch. Also wieder mit der langen Seite anlegen, links und rechts bei 1,6 falzen. Dann dreht ihr es auf die kurze Seite. Die kurze Seite liegt oben. Ihr falzt hier rechts einmal bei 1,9. Und jetzt legt ihr es wieder mit der anderen Seite hier links an, wo wir jetzt nicht gefalzt haben, bei 1,6. Und falzt wieder bis zur ersten Querfalz. Dreht das Ganze wieder rum. Müsst es jetzt hier rechts anlegen bei 1,6. Und wieder bis zur ersten Querfalz falzen. Nun das Ganze noch ein drittes Mal. Lange Seite anlegen. Links und rechts bei 1,6 falzen. Kurze Seite anlegen. Rechts bei 1,9 falzen. Dann die linke Seite auf 1,6 schieben. Und bis zur ersten Querfalz falzen, das Ganze nach 180 Grad rumdrehen, hier wieder bei 1,6 anlegen, rechts und wieder bis zur ersten Querfalz falzen. So, und dann habt ihr alle drei Stück vorbereitet. Jetzt können wir falzen, aber nur die durchgezogenen Linien. Diese kurzen, die nur bis zur ersten Querfalz gehen, falzt ihr nicht nach. Also ihr falzt hier die lange Seite. Und hier an den kurzen Seiten. Das Ganze macht ihr bei allen dreien. So, und jetzt schneiden wir. Und zwar legt ihr es jetzt so vor euch hin, dass diese lange Querfalz, die durchgehende Querfalz, so vor euch liegt. Und zwar, also die zeigt zu euch. Jetzt schneidet ihr hier links von dieser kleinen Falz bis zu dieser ersten Querfalz ein. Und das gleiche auch hier. Dann klappt ihr diese beiden Laschen um und schneidet dieses komplette Stück raus. Hier müsst ihr darauf achten, dass ihr wirklich gerade schneidet. Das könntet ihr auch mit dem Papierschneider machen, wenn ihr wollt. An der Falzlinie rausschneiden und dann sieht es so aus. Dann dreht ihr das Ganze um 180 Grad, schneidet jetzt hier das an der Falzlinie ein bis zu dieser ersten Querfalz, so, und schneidet jetzt hier so eine kleine Schräge ab. Das werden kleine Klebelaschen. Das gleiche macht ihr hier links auch
Und dann sieht das Ganze so aus. Und dasselbe machen wir jetzt an allen anderen auch. Die durchgezogene Querfalz an der Langseite zeigt zu euch. Ihr schneidet es hier gerade ein, klappt die kleinen Laschen um und schneidet das hier komplett raus. Schön gerade. Könnt ihr auch mit einer großen Schere machen, wenn ihr euch da leichter tut, oder eben mit dem Schneidbrett um 180 Grad drehen, hier gerade einschneiden und dann die Klebelasche einschrägen, hier auch gerade einschneiden bis zur ersten Querfalz und einschrägen. Und das Ganze noch ein drittes Mal. Die durchgezogene Querfalz an der langen Seite liegt bei euch. Hier schneidet ihr nur einmal gerade ein, klappt die kleinen Klappen nach hinten und schneidet hier diese lange Falzlinie raus. Schön gerade. Dann einmal um 180 Grad drehen, hier gerade bis zur ersten Querfalz einschrägen und dasselbe hier drüben auch. Und jetzt sind unsere Taschen fertig. Diese Streifen könnt ihr nochmal für Sprüche, für irgendwelche Karten aufheben. Der Rest kann dann weg. Jetzt verzieren wir uns diese Klappen, das sind ja diese drei, hier mit Designpapier. Dazu braucht ihr aus dem Designpapier Papierblüten. Sucht ihr euch ein Motiv aus und dann schneidet ihr euch 6 Stück zu in den Maßen 8,6 x 5,1. So habt ihr dann hier 6 Blättchen. Schaut jetzt beim Aufkleben darauf, dass die Motive nicht auf dem Kopf stehen, dass die euch eben dann anschauen. Also wenn ihr das jetzt hier habt, solltet ihr es dann so aufkleben, dass es eben hier nicht Kopf steht. Das bedeutet, ihr müsst es euch so hinlegen, dass diese geraden Laschen nach links zeigen und die eingeschrägten nach rechts. Und dann könnt ihr euer Designpapier hier aufkleben, damit es eben nicht auf dem Kopf steht. Einmal auf die Vorderseite und dann kleben wir nochmal 3 Stück auch auf die Rückseite auf. Das klebt ihr hier schön mittig, da bleibt außenrum noch ein kleiner Rand stehen. Ups. Ich tue mal die 3 da weg, dann seht ihr es vielleicht besser. Also ich klebe jetzt hier auf die Vorderseite meine Motive so, dass sie nicht auf dem Kopf stehen. Kommt ja immer aufs Designpapier an, welches ihr verwendet. So, dann dreht ihr euch sie alle einmal rum und beklebt auch die Rückseite, so dass es eben nicht wieder auf dem Kopf steht. Auch hier schön mittig kleben, dass eben außen noch dieser Millimeter Rand weiß stehen bleibt. So, jetzt sind unsere 3 Klappen fertig. Die schieben wir jetzt einmal nach oben. Und jetzt nehmt ihr euch hier eure Kartenelemente, legt die einmal genau übereinander, nehmt euch einen Bleistift, sodass es wirklich schön übereinander liegt. Haltet es dann fest, nehmt den Bleistift und zeichnet hier jetzt ganz hauchdünn ringsherum diesen ausgeschnittenen Rahmen einmal auf eure Rückseite. Das brauchen wir jetzt zur Orientierung, um diese Elemente anzusetzen. Dann nehmt ihr euch das erste. Und zwar müsst ihr es jetzt wieder rumdrehen auf die Vorderseite
Und zwar so, dass diese gerade Klebelasche nach links ist und die kleine hier nach rechts. Und jetzt kleben wir das hier so auf, dass diese Kante hier an dieser Hilfslinie abschließt. So wird es aufgeklebt. Das zweite kommt dann hier so leicht unten drunter geschoben. Und wir lassen hier einen schmalen Streifen zwischendrin frei. Und das dritte wird hier auch so leicht unten drunter geschoben. Und hier orientieren wir uns an dieser rechten Kante. Beginnen wir mit dem ersten. Ihr legt es euch so hin. So muss es nachher drauf. Und aufkleben tun wir jetzt nur diese Klebelaschen. Ihr dreht es also einmal rum. Macht nur auf diese gerade Klebelasche und auf diese gerade Klebelasche etwas Kleber drauf. Jetzt orientiert ihr euch an dieser Kante und an dieser Hilfslinie. Legt es hier schön gerade an. Schaut, dass ihr oben und unten bündig seid an eurer Karte. Und drückt es dann hier fest. Das ist jetzt noch lose. Das soll auch so sein. Also es klebt wirklich nur hier an den Klebelaschen. Jetzt nehmt ihr euch das nächste Element, gerade Laschen nach links, die kleinen nach rechts und schiebt euch das hier so herunter und lasst hier einen schmalen Rand, orientiert euch wieder an dem oberen und am unteren Rand. Jetzt dreht ihr das wieder rum, macht wieder auf die geraden Klappen etwas Kleber. Und jetzt schiebt ihr das hier so leicht drunter, lasst hier eine kleine Lücke, orientiert euch am oberen und unteren Rand, dass es hier gerade anliegt, und dann drückt ihr das hier einfach fest. Dasselbe mit dem dritten Teil, das kommt hier so drunter geschoben. Jetzt orientieren wir uns aber hier an der Außenkante beim Festkleben. Wieder einmal rumdrehen, auf die Rückseite der Klebelaschen etwas Kleber. Hier leicht runterschieben und ihr orientiert euch jetzt hier an dieser rechten Hilfslinie und aber auch hier am oberen und unteren Rand, dass es hier schön gerade aufliegt. Schön festdrücken. Wenn jetzt hier vorne die zwei Ecken überstehen, dann schneidet ihr die einfach ab. Das ist also überhaupt gar kein Problem. Jetzt lasst ihr das so liegen und klappt nur hier diese kleinen Klebelaschen um an allen drei Teilen. Oben und unten. Und jetzt bringt ihr nur auf diese Klebelaschen Kleber auf. Jetzt nehmt ihr euch euren Rahmen, achtet darauf, dass euer Schleifenband links ist und setzt den jetzt bündig über die Karte. Also so, dass ihr hier bündig seid, oben und unten und links und rechts an den Kanten. Und wenn ihr das seid, drückt ihr es hier einfach fest. Wenn jetzt bei euch hier die Klebelaschen irgendwo rausgucken sollten, könnt ihr die genauso mit der Schere einfach abschneiden. Einmal festdrücken, ihr könnt auch mit dem Falzbein nochmal drüber gehen. Und wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, da klebt es noch nicht, muss ich noch einen Moment warten. Ist noch nicht fest. Wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, dann klappt eure Karte so auf. Dann könnt ihr hier nochmal mit dem Falzbein nachgehen, klappt es wieder zurück und es funktioniert wunderbar.
Lass das also ruhig ein bisschen anziehen, damit es schön trocknen kann. Dann könnt ihr auch hier nochmal mit dem Falzbein drüber gehen, wenn ihr wollt. So, mir gefällt es jetzt nicht, dass man hier diese Übergänge sieht. Deswegen habe ich mir da innen rein noch einmal rauchblauen Farbkarton geklebt. Außerdem wird die Karte dadurch auch stabiler. Dazu braucht ihr jetzt für hier vorne einen Streifen in Rauchblau in den Maßen 12,1 x 1,6. Die Maße findet ihr übrigens auch alle nochmal auf meiner Homepage. Den Link setze ich euch hier direkt unter das Video. Da könnt ihr nochmal draufklicken. Dort könnt ihr nochmal alle Materialien und Maße nachlesen. Jetzt klebt ihr das einfach hier an diese vordere Kante auf. Achtet drauf, dass ihr auch da wieder perfekt übereinander liegt. Orientiert euch an den Außenkanten eurer Karte und drückt es dann fest. Und so sieht man jetzt hier diese Klebelaschen nicht mehr und die Karte ist auch schön verstärkt. Hier für die beiden Mittelteile, die sind ungefähr gleich groß, braucht ihr zwei Stückchen in Rauchblau in den Maßen 12,1 x 5,4. Auch das klebt ihr euch jetzt hier ein. Macht also einmal Kleber hier auf die Rückseite. Und dann schiebt ihr das einfach hier zwischen die Elemente. Orientiert euch an der oberen und unteren Kante, dass es hier schön gerade sitzt. Klappt es dann einmal zu und drückt es fest. Dasselbe macht ihr auch hier in dem Teil. Schiebt es auch hier dazwischen. Orientiert euch wieder an dem oberen und unteren Rand der Karte. Klappt es wieder zu und drückt es schön fest. So, und wenn ihr die Karte jetzt aufklappt, sieht man die Klebelaschen nicht mehr. Dann klappt ihr sie mal ganz auf und dann habt ihr hier auf der rechten Seite noch ein Stückchen, was jetzt noch nicht verstärkt ist. Dazu nehmt ihr euch ein Stückchen flüsterweißen Farbkarton. Und das wird jetzt quasi unser Bereich, den wir hier bestempeln. Der hat die Maße 12,1 x 7. Kann sein, je nachdem, das ist immer unterschiedlich, wie weit man hier rüberkommt, dass man hier noch ein Stück abschneiden muss. Ist aber kein Problem, kann man dann im Nachhinein machen. Aber als erstes würde ich den bestempeln, bevor ihr den hier aufklebt. Also 12,1 x 7 cm. Ich werde mir das vorher jetzt mal abmessen, das könnt ihr auch machen. Werde das nochmal 4 mm an dieser Seite kürzen. Bei euch kann es sein, dass es genau 7 cm ist. Bei mir waren es hier genau 7. Das kommt eben immer darauf an, wie man die hier nacheinander anlegt. Wenn man ein bisschen größer den Abstand zwischen den Klappelementen lässt, schon ist es da draußen schmäler. Also ich kürze mir das jetzt hier 4 mm. Messt euch das mal aus, wie das bei euch ausgeht. Dann gucke ich jetzt nochmal, ob es jetzt besser passt. Jawohl, super, jetzt passt es. Bevor wir das jetzt aufkleben, bestempeln wir das. Und zwar habe ich mir jetzt hier rausgesucht, aus dem Stempelset Blumen verziert, den Spruch zum Geburtstag ein bunter Blumengruß. Den stempel ich mir da oben hin. Und dann habe ich mir zwei Blüten ausgesucht, einmal diese und einmal hier diese Mitte. Die habe ich mir auf Acrylblock gezogen und stempel mir das jetzt in verschiedenen Farben. Ich habe mir hier Rokokorosa, Rauchblau und Marineblau genommen, weil das alles im Designpapier vorkommt. Leg mir das jetzt hier oben einmal hin. Das könnt ihr natürlich so bestempeln, wie ihr das gerne möchtet. Ich mache es hier mal passend jetzt mit dem Stempelset. Den Spruch mache ich hier ganz oben in Marineblau. Da könnt ihr aber, wie gesagt, gucken, was ihr so zu Hause habt, wenn ihr das gerade nicht habt. Mir gefällt das richtig gut, das Stempelset. Ich bin ja eh so ein Blumenliebhaber. Einmal das.
Dann nehme ich mir jetzt die Blüte, stempel mir hier unten die einmal in Rokoko-Rosa auf, aber erst mit dem zweiten Stempelabdruck, dass es ein bisschen heller ist. Dann mache ich mir die sauber und mache das gleiche nochmal in Rauchblau daneben. Hier so versetzt. Und dann mache ich sie mir noch einmal mit dem ersten Stempelabdruck und in Rokoko-Rosa hier oben hin. Jetzt nehme ich mir diese Blütenmitte und stempel mir die jeweils in Marineblau in die Mitte der Blüten. So, wunderschön. Und das kleben wir jetzt in das Innere der Karte. Stempelkissen am besten immer gleich wieder zumachen. Ich bin so ein Spezialist, ich tapse da immer gerne rein. Deswegen lieber gleich wegräumen. Ja. Dann könnt ihr das hier aufkleben. Und so ist die Karte zum einen noch ein bisschen verstärkt und zum anderen könnt ihr hier noch einen schönen Spruch reinschreiben. Könnt ihr es nochmal zuklappen und schön festdrücken. Jetzt können wir das Ganze hier außen noch etwas dekorieren. Dazu habe ich mir aus dem Designpapier Blüten ausgeschnitten. Und zwar hier von diesem Bogen. Da könnt ihr mal gucken, was ihr so euch da aussucht. Ich habe mir jetzt zum Beispiel hier diese große rosane Blüte ausgeschnitten. Das ist so ein bisschen Entspannungsarbeit, die kommt hier in die Mitte. Und dann habe ich mir hier noch so eine kleine grüne ausgeschnitten. Und für oben und für unten, für den Rand, habe ich mir die hier genommen. Die habe ich mir dann hier zurechtgeschnitten. Das schneiden wir uns jetzt einfach mal aus. Das könnt ihr mit der Schere ausschneiden. Und ich würde euch raten, hier keinen Rand dran zu lassen, weil der Rand in dem Fall ja dann marineblau ist. Und das schaut nicht ganz so schön aus, finde ich, wenn man den so sieht. Also hier einfach ein bisschen sich jetzt entspannen. Ich mache das ja gerne. Ich schneide das gerne aus. Ich bin da ein Fan davon. Das entspannt immer so schön. Wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr euch auch Blumen ausstanzen. Schaut mal, was ihr so für Stanzformen habt. Aber ich finde, die passen hier richtig gut dazu. Und die machen echt was her. So, das kommt dann hier hin. Dann möchte ich hier diese kleine... Muss ich mir jetzt mal hier so ausschneiden. Das brauche ich ja nachher noch. Und zwar kommt die dann noch unten an den Rand. Schneide ich mir jetzt hier auch schön aus. Uiuiui, etwas krumm und bucklig. Hier macht das natürlich schöner. Das ist, weil ich mich jetzt hier beeile, damit das Video nicht ewig dauert. Ich hätte sie ja auch mal vorbereiten können. Nun ja, jetzt müsst ihr mir hier ein bisschen beim Ausschneiden zuschauen. Aber ihr seht, es geht wirklich flink und ist keine große Geschichte. Die kommen dann hier unten hin. Und diese hier, die mache ich mir noch für den Rand zurecht. Bei mir war der Rand sonst so ein bisschen zu nackig. Und dann kann man das auch richtig optimal ausnutzen, das Designpapier. Also die kommt hier hin. Und jetzt versuche ich die noch mit einzubauen. Das überkleben wir dann mit der anderen Blüte, was da jetzt nicht so schön ausgeschnitten ist. Das geht ja. Die kann man ja schön überlappen lassen. Also nutzt ruhig das Papier, was ihr habt. Man muss das gar nicht wegschmeißen. Also die können wir dann hier hinkleben und die hier so überlappend. Wobei mir das jetzt hier nicht so gut gefällt, das schneide ich mir noch ein bisschen kleiner. So. Mach mir das dann hier so drüber.
und das kommt hier hin. In die Mitte kommt diese Blüte. Und dann habe ich mir noch Blätter ausgestanzt in Olivgrün. Und zwar hier mit unserer schönen Handstanze Zierzweig. Da habe ich mir 3 Stück ausgeschnitten. Die klebe ich mir jetzt hier so hinter die Blüte. Einmal hier. Lasst es nicht zu weit rausschauen, weil sonst funktioniert der Klappmechanismus nicht. Das ist dann da im Weg. Also wirklich so zur Hälfte hinten rein, so dass es ungefähr hier auf diese Klappkarte passt. Eins noch hier nach unten. So, und dann kommt das hier auf das mittlere Teil. Könnt ihr euch auch mit Klebe aufkleben. Also keine Dimensionals, sondern wirklich mit Kleber. Dann kleben wir uns jetzt hier an den Rand. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr es auch wirklich nur links so breit wie der Rand ist, den Kleber hinmacht. Und die Blüte machen wir hier so überlappend dazu. Da kommen dann noch Steinchen drauf und diese Blüte kommt hier an den Rand oben rechts und die schiebe ich mir hier so leicht unter das letzte Klappelement. So, jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen verzieren. Dazu habe ich mir die Epoxid. Wo sind sie da? Habe ich schon rausgelegt. Diese Epoxid Tröpfchen genommen, die mag ich sehr, sehr gerne. Hier habe ich die matten genommen. Jetzt nehmen wir mal hier die glänzenden. Die könnt ihr am besten mit dem Aufhebhelfer runterheben. Da mache ich mir jetzt hier ein größeres. Hier ein kleineres rein. Und in die Mitte mache ich mir hier auch noch eins. Ja. Und fertig ist eure Karte. Eine Flip-Flap-Shutter-Karte. Ich lege die jetzt hier nochmal so hin. Und ihr seht, es funktioniert hier auch wunderbar mit dem Aufklappen und sieht wunderschön aus. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Oh, war ich schon wieder fast eine Dreiviertelstunde. Ach, ich weiß nicht, warum das immer bei mir so lange dauert, aber ich möchte nicht so hetzen. Ich möchte es euch wirklich in Ruhe erklären. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich hoffe auch, ihr habt die Trockengeräte nicht so sehr gehört. Ja, und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr werdet diese Woche noch ein weiteres Kreativvideo von mir sehen. Auch die Challenge steht diese Woche an. Wenn ihr also keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, klickt auf das Glöckchen, dann bekommt ihr immer eine Erinnerung. Und ich würde mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen oder über einen lieben, netten Kommentar. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Und wenn ihr die Produkte gerne bestellen möchtet, wisst ihr ja, ihr könnt sie bei mir auch bestellen. Dann meldet euch gerne. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, eure Birgit. Tschüss.